Wie war das, Matthias? Wo haben wir bleiben? Ich würde gern sehen, wie es dich raustreibt. Das wollte ich mir von hinten anschauen. Ja. Mikrofon muted. Okay, Top 7 knapp beieinander. Sehr, sehr nah. Ein bisschen. Ah, nicht letzter, das ist doch gut. Oh, Dennis, was hast du denn da für eine Zeit hingelegt? Leck mich am Arsch nur. So, Mädels. Ja, 5 Minuten haben wir noch, dann geht's ins Rennen. Das überlebe. Weil ich wie in der Formel 1. Genauso schnell vorbei. Wieso? Ja, sehr gut. Puh. So, ich fahr ja gleich nochmal los. So. Bin ja erst 2 Runden gefahren von 4. Oh, ein vergeblicher didaktischer Schritt noch geschafft. Ja. Erstmal schön den Motor aufheizen hier. Bin jetzt mal 4 Trainingsrunden gefahren im Quali. So, das muss reichen fürs Rennen. Das wäre interessant, ob im Qualifying das Grip-Level von allen Fahrern mitgerechnet wird. Aber es ist ja ein Single. Ja, normal schon. Ja, weil es hat ja jeder seine Private Session, normal. Es gibt ja auch die Qualifyings mit halt so allen zusammen. Ja, Gott sei Dank nicht. Aber das hätte hier jetzt hier nämlich nur die Runden kaputt machen können. Ich habe so das Gefühl, Windschatten schadet nur hier. Ja, teils. Kurze Frage, bei den Fix-Setups, gibt es jetzt irgendwie ein anderes Setup oder wie? Ja. Ja, es rollt besser durch die Kurven. Achso, okay. Also sollten wir das nehmen? Bei den auf dem Trainingsserver ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Da habe ich versehentlich Baseline genommen, anstatt das Fix-Setup für Charlotte. Ah. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Gut, dann wähle ich das mal fürs Rennen aus und hoffe das Beste. Ne, du kannst nichts auswählen. Ne, gibt's doch nur eins, oder? Gibt nur das Center für Charlotte. Geht's wieder? Oh, meine. Oh! Oh, zeitgleich! Oh. Zeitgleich. Aber ich bin ja gefahren, deswegen vorher, ne? Alles klar. Ja, im Rennen denken immer schön den Gunnar belabern, das freut den. Oh, ja. Wo ist der überhaupt? Den habe ich noch gar nicht gehört hier. Der ist auf Platz 5. Wer ist sich denn da hingefuscht? Ja genau, hingefuscht. Pedal to the metal. Ja, ich treffe dich gleich. Alter, auf für unsere Runde. Bin ich mir sicher, ja. Boah, wir fahren allen viel Spaß gleich. Jo. Hä? Allen viel Spaß wie, gleich. Wie viel Fastpair gibt es? Unlimited. Nicht, echt? Nicht Unlimited, dich, geil. Oh je, da gibt es erst jede Runde Kosten, weil die Chaoten immer wieder neu aus der Box rauskommen. Nein, gibt es nicht. Wir schaffen 28 Runden in einer Stunde. Also ich habe gesagt, die erste Caution gibt es in Runde 3. Ich sage Runde 2. Runde 1, dritte so, Kurve. Ich habe so das Gefühl, das könnte schon in der Einführung sein. Oh Mann. Runde 1, erste Kurve, Markus. Ja, ich schieb gleich 17 Autos auf Platz 1. Geil. Runde 1 bei Start und Ziel. Brüllt ihr gleich auch so hier oder muss ich mich nicht muten? Na, hier wird gebrüllt wahrscheinlich. Okay, dann darf ich mich komplett muten. Hier wird gelacht, gefeiert, geschwitzt. Oder du hörst alle 5 Minuten Scheiße. Ja, ich meine, im gewissen Maß ist das ja okay, aber wenn so ein Dauerrauschen auf die Ohren hat, dann höre ich meinen Motor nicht, ey. Ja, wieso muss ich halten, oder was? Ja, natürlich. Ich schalte Kurveneingang in dritten, damit er quer geht und dann wieder in vierten. Ja, dann mach mal. Dann will ich jetzt sehen. Mach ich doch. Das ist der Trick für die 27er Zeit. Ja, so nicht. Fährst du nicht die volle Renndistanz. Imola kommt im Juni.
Geht auf den Motor. Im Juni kommt Imola, gerade auf Facebook gesehen. Ah, okay. Von iRacing. Jawohl, endlich fahren wir dann auf vernünftigen Strecken. Die kann man ja auch in der GTM dann nehmen, Leute. Ja. So, nach einer Minute qualvoll warten. Fabian? Ja. Immer noch ein Rauschen, ne? Ne? Bitte, also wie gesagt, drauf, jetzt ne? in der ersten Season halt die Strecken, die ich hab. Komm, da holst du mir Imola, komm. Die 50 Euro. Nächstes Jahr will ich dann nächstes Jahr will ich dann auch gucken, dass wir so einigermaßen auch an die GT Masters Strecken rankommen. Ja, wobei in Amerika. Oh, Sitzlehne zurück kann ein bisschen länger dauern. Du hättest Runden einstellen sollen. Nee, das dauert ja noch ewig. Nee. 120 Runden hättest du einstellen sollen. Ja, das sind wir ja 3 Stunden noch am Fahren. Alter. 119 Runden unter Fullcotion. Gerade vor Turn 3 runtergeschaltet, den dritten sofort Motor geplatzt. Also. Ja, muss auch bremsen, ne? Motorbremse, Digga. Ja. Ja, hoffe, unsere Zeit war mal so richtig frei. Eine Sekunde, Zeit ist abgelaufen. Los geht das hier. Fahrt bitte ordentlich, nicht so wie bei anderen Rennserien, wo sie innerhalb von 20 Minuten alle wegbompen. Ja, aber es gibt ja Fast Repairs, von daher. Ey, das ist jetzt nicht im Ernst, wieso habe ich jetzt keinen Sound in iRacing? Die sind ja doch limitiert, da steht 255. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Was? Ich habe keinen Sound in iRacing. Das schaffst du sogar noch. Das ist nur 1,30 Zeit, also. Geh mal einfach auf Sounds, Option, vielleicht geht dann wieder. Ich starte mal gerade start mal neu. Irgendeiner fehlt vor mir. Wir haben ja noch eine Einführungsrunde, da kann er ja aus der Box starten. Ich glaube, wir haben sogar zwei oder so. Eine. On to green. So, erstmal Reifen abwählen. Tale, tu es nur bei den Short Tracks. Ja, ich bin am Laden, alles gut. Boah, so. Oh, so ein Viertel Pulle leer, bevor er dran überhaupt mal losgegangen ist. So, was viel los? Spaß. Jo. So. One to green, two to yellow. So, ja, Sack, alles drin, jawohl, kann losgehen. Komm mal hin, Game. Wie, so ein Grün, warum ist die so grün? Oh, geht los! Ja, weil er rausgegangen ist. Und wir schon alle auf der... Wenn alle im Grit sind, geht's los. Der ist rausgegangen. Boxing aus dem Start, jawohl. Egal, ja, ist sogar noch besser. Aber pass auf. Wieso krieg ich keine Flaggen angezeigt, Mann? Was jetzt? Ja, hab ich eben auch schon nicht angezeigt bekommen. Hoffi, bleib aber noch in dem Race-Bösem drin, ist, dass hier einer in die Boxengasse reinknallt. Das wäre ziemlich bitter. Alles gut. Der labert irgendwie bei mir auch nicht. Labert der bei euch? Viele weiße bei uns, Fahrzeuge. Bei mir labert der auch nicht. In der Einführungsrunde redet der nicht. Der ist nervös. Funkverbot. Der hat keinen Bock mehr. Markus, was hast du hier eingestellt? Ich hab nichts gemacht. Formel 1 ja. Kommt eh ne Caution, da bin ich sowieso wieder dran. Ja, eben, oder du hast sogar Lucky Duck dann auch noch, Alter. Scheiße, Lacker. Ja, Strategie nennt man sowas. Achtung, geil! Ich bin gespannt, wie viel es Break drin jetzt. Wenn sie aufs Gas gehen. Sieht doch, wie das ganze Feld auf einmal nach links. Gib ihn, Jungs. Ihr Jumpstarter, ey. You're gonna have to call it. Clear. Und es ist noch grün. Wahnsinn. Also ich hab mal die Wette verloren. Komm, dritte Kurve. Go. Jetzt wird's gefährlich. Caution? Nee, noch nicht. Nein. Ich bin eh nicht. Ah, ich bin jetzt hier an der ersten Gruppe dran. Warte mal. Still outside. Too wide outside. Oh, da flog einer. Das hört sich danach auch schon an. Ne, ich bin noch ganz. Aber der Hügel, der fährt ja. Der wurde gerade ein bisschen hin. Unten. Ja, ich hab grad gekämpft. Aber mein Spotter sagt noch immer nichts. Meine auch nicht. Was ist da los, Spotter? Hallo? Bist du da? Streiken, Lohnerhöhung. Na, für das Rennen brauchen wir doch keinen Spotter, wenn die ganze Zeit Corsten ist. Also bei mir funktioniert er.
Oh, es ist noch immer grün. Na los. Ja, ich warte nur auf die Porsche. Ich glaube, das muss sich ändern. Wer ist denn vor mir? Manuel Bento. Boah, Alter. Ein Grip. Mach dich auf den Boxstopp bereit. Weißt du, und im Rennen fahre ich natürlich eine 27er Zeit, ne? Verrückt. Da geht die 1 fliegen. Nein! Hinten ist. Immer noch keine Korsen. Hallo? Markus, was ist eingestellt? Ja. Leader speeding now. Ah ne, ich höre meinen Spotter nicht, weil das Auto zu laut ist. Oh, meine Reifen sind jetzt schon schlecht. Jo, Simon, Alter, pass auf. Bist du langsam auf einmal in der Kurve? Ja, es muss doch ordentlich rumkommen. So, jetzt kommen wir mal langsam ich anfangen. Komm rum. Oh. Alles klar. Sorry, David, aber... Kommst du noch klar? Ja, hab abgefahren. Alles klar. Oh, also wir, jetzt bin ich weg. War echt ein bisschen überraschend. Achtung, Schatz, hier ist Porsche. Porsche! Juhu! Ich bin genannt genug. Ja, ist okay, Spotter. Dacht doch, auf euch ist verlassen. Was denn für ein Spotter, wer ist das? Also push to... Also push to talk ist schon was Schönes. So eine Funktion gibt es, das ist kein Gerücht. Oh, ich hab recht. Ich weiß auch gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war der Markus. Pass Space Car. Warum darf jetzt nicht mehr Space Car passen? Achso, ich hab's schon. Oh, die Nummer 17 muss noch vorbei. Wo bleibt die denn? Ach du Scheiße. Wo ist das Pesca hier? Fahr mal langsam. Oh, vergehen gerade. Gibt's das? Gehen gerade in Tür 3 anfangen. Wie immer. Achtung, Bremsen, Leute. Vielleicht fährt ja John Cena oder so. Ich fährt das Pesca echt 20 km/h. So, ich fahr in die Box, wer kommt mit? Jetzt schon? Ja, müssen natürlich. Wir reinfahren, ne? Hier rein. Ich fahr in 3 Runden wieder. Müssen wir ja nicht. Ich fahr, wenn ich das nächste Mal die gelbe Phase auslöse. Ich muss ja nicht. Wie sie alle in der Box fahren. Ich mach einfach mal mit. Hallo, hier ist 80 in der Box. Ich 70. Ja, ist ja gut, entspann dich, ey. Digga, Boxengast so breit, du kannst vorbeifahren, Hoffi. Kannst auch durch die Leute im Zweifel. Oh, jetzt hab ich meinen Boxenmann verpasst auch noch. Danke, Markus. Ich auch. Nicht zurückfahren, das ist verboten, ne? Warum immer rechts fahren? Oh, schon wieder zu. Kann sein, dass er es nicht mehr annimmt. Direkt mal Full Service hier machen. Full Service? Nein, Abfang habe ich jetzt nicht gemacht. Hallo, 16, bitte zurück, ja. Also, das ist ja jetzt Verarsche pur, Alter. Ich war noch vor dir. Nee, anscheinend nicht. Wieso sind noch 10 Autos vor mir? Hey, ich muss jetzt auch nur die 42 vorbeilassen. Was ist das für ein Scam? Och, noch den 7. vorbeilassen. Was ist das denn hier? Weg. Waren wir vielleicht zu schnell in der Boxengasse? Ja. Hast du eine Strafe gehabt oder? Aber jetzt überhole die 16? Soll die 16 überholen? Ja. Ja, okay, sehe ich gerade oben links. Das ist Double Fall, das ich weißt du. Ich bin zu schnell rausgefahren. Ah, nee. Ja. Nee, doch Single. Ich nein, wollte da zu sehr vor dem Fabian bleiben, ne? Ja, Pitlimit, ne? Dann auf Double kommen. Aber... Ja, das heißt, ich war ja doch vor dir draußen, nur... Nur die Strafe. Na egal. Piep ich jetzt alle an. David, frische Reifen. Wie schlimm war denn der gleiche Push? Jetzt für dich, ey. David Zieler? Ja?
Wie schlimm war denn der leichte Push von mir? Ich habe zwar zwei Positionen verloren, aber konnte die Hütte einfach abfahren. Aber wieso sagt ihr jetzt Single-Fall? Müsst doch Double-Fall ja, sein. Komm, klar, ja, zwei Runden. Macht schon mal nächste Runde. Das ist der nächste Runde. Ah, okay. Runde, yes. Geht da oben alles. iRacing macht das schon, keine Sorge. Wenigstens das kann iRacing. Ja, wenn es schon keine Gewichte kann. Schreib doch mal an den Support. Das dauert doch alles viel zu lange. Er geht in eine Box. Kann man noch ein zweites Mal in die Box fahren? Strafen nur unter Grün, ne? Ja, Inside Lane, da sagt das jetzt. Steht bei mir Stay Behind 84k, was ist denn hier los? Ja, weil jetzt halt, Ach so, ja, der Double ist Fall. Jetzt, ja, alles Double klar. Fall. Telefon! Voll! Halt nichts für. Soll die Klappe halten. Ja, David, VVN? Ja, ich geh nicht mehr ans Telefon, ey. So. Nächste Caution muss wir anders auslösen. Ich war schon dran. Ja, wer war's überhaupt? Ich. Achso. Nummer 44. Ja, ja. Opfer! Dann Markus direkt raus. Hört wieder leise, ja? Bis gleich. Okay. Ich bin trotzdem noch vor ihm. Du musst bitte so, nach oben, dann geht wirklich. Fabian! Jetzt geht ab die Luzi hier! Ja, du bist neben mir, ne? Ja. Jawohl! Oh nein! Ich bin hier, ich bin laut durchgekommen. Jawohl! Überschlag, ne? Oh mein Wieso? Gott! Oh nein! Mein Auto ist kaputt! Mans auch! Da raucht einer! Ich glaube, ich muss in die Box! Sehr geil, sehr spritzig. Toll. Wer war denn das? So, Nummer 7, bitte vorbeikommen. Jetzt sagt er irgendwas. Jetzt sagt er irgendwas von überholen. Kann ich ja nicht. Mein Motor ist auch kaputt. Oha. Ja, fahr einfach in die Box gleich. Mach einen Full Service. Der wohl bringt noch nichts. Ich nicht. Vor allem hat sich einer gedreht. Jens Paul, glaube ich. P2 war's. Rufsteiner war schuld. P2 war's. Vor mir hat sich einer gedreht, genau, und da bin ich voll reingefahren. Ja, der hat mich dann auch noch erwischt. Ach du große Güte. Wo ist denn hier die Boxeneinfahrt überhaupt? Ja, wow. Wir sehen auch hier links. Nachdem die weiße Linie zu Ende ist. Hinter der weißen Linie, ja. Ah, hier. Okay. Asta, 7, car. Asta, 63, car. Ja, okay. 63, bitte mal vorbeikommen. Es ging ja auch noch eine Stop and Go, ey. Was soll das denn? Boah, ich seh nichts hier, ne? Ich seh auch nichts. Wo ist der denn? Wo ist denn meiner? Wir rauchten da so. Also, Pace Car grad Startziel. Leute, könnt ihr mal Gas geben? Ich muss noch ein paar Leute vorbeilassen. So wie der WhatsApp mit der 63, da muss man vorbeikommen bei mir. Warum macht ihr so schnell? Es fährt ja schon lange. Nein, läuft. Oh, Bremsen, S-Kurve. Zweite. Ich glaube, ich brauche gar die Box zu fahren die ganze Zeit. Ich kann so lange warten. Jo, David, kannst du mal bitte aufhören? Weil laufen Caution. Womit denn? Ich soll davor fahren. Ja, toll, ey. Jetzt habe ich auch eine Strafe gekriegt. Die kann ich ja nicht einmal absetzen hier. Scheiße. Jens Paul. Oh, der Nostra ist vor mir. Ja. Jens Paul, hallo. Vorfahren, Leute. Vorfahren. 44, ich war vorbei. Weiterfahren. Ich muss hinter der 9 bleiben. Wer ist die 9? Ich bin die 9. Ich muss hinter der 13 bleiben. Wo ist die 13? Ich sag dir gerade, ich soll die 44 vorbeilassen. Ich muss vor. Ich muss zur 17. 13. Ich muss zur 7. Ich muss Jens Paul vorbeilassen. Ich muss 17 Leute vorbeilassen. Jetzt passt es bei mir.
Bei mir auch. Ich würde die 17 vorbeilassen, ach du große Güte. Ist ja super hier. Oh, wer hat alles eine schwarze Flagge und muss gleich wieder hinrennen? Wer muss... wo ist die 17? Ich muss 17. Weil er irgendwie einer gepennt hat. Ah, da ist die 17. Pass die 17 vorbei. Ja, muss die immer noch vorbeifahren? Ja. Vorbei. 16 auch vorbei. Wo muss denn hin? 16 auch vorbei, jawoll. 15 auch vorbei. Wieso muss ich den jetzt wieder vorbeilassen? Ja, jetzt denk mal einfach, bald bin ich wieder letzter. Einfach lassen. So, okay. So, zwei. Wie stehen die Wetten? Wie viel kriegen wir? 5? 6? Cautions? Ja. Cautions? Mindestens 10. Ja, zwei Stück. Ach, mir ist das egal, ich kann nebenbei schön essen. Jetzt hör auf, ich hab Hunger. Ja, ich kann nebenbei schön trinken, auch schön. Können wir alle gerade links halten? Ja, alle in die Box fahren. Red Flag. Warum muss ich die denn alle vorbeilassen? Ja, der wird sortiert. Das ist deine Straße. Ich muss die 13 überholen. Lass es doch einfach. Ah, Einmäßig sortiert das schon. Achtung, ich muss die 16. Ich glaube, jetzt müsste das alles vorbei sein. So, wir sind hier vorne. Ist es auf 2? Nein, das kann nicht sein. Tut mal was, Leute. Doch. Ah, der Manu ist an der Box, der muss noch rein. Das Dreieck, da muss ich. Der Manu ballert den jetzt direkt weg. da hat sich der Gates gegessen. Schieb ihn raus. Oder schieb ihn einfach. Was passiert denn da? Ah, da ist die Nummer 3. Was hier los ist. Alter, was dritt, Nummer Jungs, 3 passt nicht. Soll hinter der 7 bleiben. Vor mir ist die 44. Wieso muss ich jetzt die 3 da mal vorbei? Was? Wieso muss ich jetzt hinter der 3 bleiben? Okay, jetzt wieder hinter 16. Das ist wahrscheinlich die Unterluft und so. Muss man das verstehen? Oh, zum Glück gibt es kein Safety Car in die Public Rennen. Das sind die offiziellen. Ach doch, große Güte. Ab C gibt es die auch. Ja, ab ja. C? Ja. Okay. Ja, so hoch bin ich doch noch nicht. Aber du brauchst kaum welche, also ab B oder A sind kaum Cautions. Ab C gibt's Caution. Oh! Warum zählt das doch nicht? Ja, one outside. Ja. Oh mein Gott. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr könnt doch nicht vor der Linie schon versuchen vorbeizufahren. Ach, wenn grün ist, dann kann man fahren, ne? Sicher. Ja, aber nicht vor der Linie überholen. Das ist trotzdem nicht vor der Linie überholen. Da macht es auch keinen Sinn, mir in den Arsch zu fahren vor der Linie. Nur außen darf man überholen. Ich glaub, ich brauche nicht in die Box zu fahren, ich kann hier weiter, schön weiter tuckern, ey. Ja, ich wahrscheinlich. Elias, wenn keine Lücke da ist, kommt man da auch nicht durch. Also normalerweise am Anfang schon daneben. Die ersten zwei Runden Caution und dann läuft's. Hier ist es irgendwie umgedreht. Ja, weil die ganzen Chaoten durch die Fast Repairs wieder reinkommen und weiter Unsinn bauen. Ja, das ist so. In den meisten Public Rennen Official, da fliegen die Chaoten einmal raus, dann ist auch Ruhe. Ja, ist ja, so wie du, ne? Safety Car, letzte Kurve, Achtung! Wer ist das denn mit dem lauten Spotter da? Ja, so habe ich wenigstens noch einen Spotter. Safety Car startet hier gerade, nutze Info. So, erstmal wieder einen Schluck nehmen. Vom Radler? So. So. Alter! Oh! Alter! Oh! Da hat einer in der Boxenlaufbahn verkackt. Wer ist Nummer 6? Nein. Oh, Leute, euer Ernst. Das ist so wie das nie war. Dennis Heitz hat einen Lucky Dog. Alle innen fahren, Leute, dass der überholen kann. Innen? Hat der den Lucky Dog? Hat er nochmal Glück gehabt, der Hund. Augen offen halten, Leute. Ich sag ja, Nesca ist anstrengender wie hoch zu fahren. Daytona wird das, glaube ich, schon nicht so. Also wenn ich Carburetor Cup fahre, 15 Runden auf Pole liege mit dem Camry, dann bin ich fix und fertig danach. Mhm. Also bei mir ist jetzt bei dem Crash der Sound ausgefallen. Kein Motorgeräusch mehr, ja, nix. Cool. Kacke. Auch schön. Baby Hand 7 Kites wieder, okay.
Ich glaube, die 2007er Daytona Strecke ist doch auch Standard-Content, oder? Ja. Ja, aber nur die alte. Aber die ist so buckelig, das macht keinen Spaß, Angst mit so Standard-Content. Oh, wer kommt denn da? Doch, das macht, die macht schon Spaß. Geht auch alles voll? Ja. Ja, natürlich. Talladega wäre mal interessant. Talladega? Die hat ja kaum einer. Talladega, die fährt sich besser als Daytona. Wüste. Sehr geil. Ja, das sind die Kurven nicht so eng. Pocono wäre noch richtig geil. Da kann man noch drei Ritter reinfahren. Ist auch breit wie Sau, oder? Ja. Nee, so breit ist glaube ich gleich. Aber du hast halt immer, bei Talladega hast du halt die gestrichelten Linien, die ganzen Fahrerinnen halt da bieten, bei Daytona ja nicht. Ja, stimmt auch wieder. Aber ohne Training. Aber als nächstes hole ich mir einfach mal aus von Talladega. Aber ohne Training ist das schon schwer. Einfach mal hier so ein Daytona 500 Event. Yeah. Ich hab eine bessere Idee, da ja jeder Monster hat. 24 Stunden rennen. Nee, Monster, hau ab mit Monster. Da ja jeder Monster hat, kann man auch Alter. Da so Wahl nutzen. Das ist so verkackt, ey, das gibt's gar nicht. Da brauchst du die 255 Fast UPS. Aber ehrlich. Nee, ihr müsst nur nicht mit Vollgas in die Kurven reinfahren bei Monster. Dann geht's gut. Ja, und wir holen auch unmöglich. Auf der Geraden? Ja, ja. In der Kurve würde ich. Oh. Also, aber ich. Auf der Geraden geht gut. Bin jetzt K&N auf Darlington gefahren, das mache ich glaube nie wieder. Darlington da ist auch eine Strecke, ne? Ey, da passen gerade mal nur zwei K&N im Palast rein, mehr nicht, in der Kurve. Das ist so heftig. Gut, Sideline, okay. Können wir uns dann diesmal bitte benehmen und mal ordentlich fahren? Hör auf. Ja, so mal zwei Runden wäre cool, drei. Ja, da haben die ganzen Leute mal ihre Strafen absitzen können. Initial also ich kann, ich kann in dem Tempo nach 88 Runden fahren. Vom Sprit. 119. Ich hätte 150. 153. Also ich kann durchfahren. Na, wieder ein Liter pro Runde. Unter Vollspeed. Also wir haben noch 41 Minuten zu fahren, ne? Denk dran. Ja, ja noch? Bei ja, mir schon ganze 20 Runden. Ein paar Kauschen flache noch, weil dann kann ich durchfahren. Und Kauschen. Boah, da fährt mal einer hinten drauf schon. Dankeschön. Caution? Nein. Ich fahr noch. Oh, da hat einer oben verkackt. Oh, es kommt gerade so mit der Tür. Das fährt aber schon wieder hinten drauf. Jawohl, Caution. Geht mich zweimal an. Nee, jetzt noch nix. Ja, zu ja. Dritt hier ach, durch, Scheiße. Genau! Dann hat der Spodak, hatte Iris keinen Bock mehr, Caution zu geben. Caution? Was gibt mir Caution? Nein, keine Caution. Warum gibt's kein Caution? Wir müssen die Box. Ihr müsst auf der Strecke quer stehen. Nein, gibt dann keine Tipps. Also, gebt euch Mühe. Nichts leichter ist das. Aber Vinicius, da hast du aber gerade Glück gehabt. Ja, ein bisschen. Ja, ich musste quer durch über den Rasen fahren. Ja, ich kann jetzt unter Grün in die Box fahren. Nicht so ideal. Attacke! Ich hab grad einen Noster vor mir. Das war aber gerade knapp, David. Caution! Und ich war gerade in der Box.
Ja, wenn du vor der gelben in die Box gefahren bist, ist das gut. Ja, ja. Mein Motor läuft nicht mehr rund. Wir fahren jetzt in die Box, mach. Oh, da ging ja mal, wie viel? 3 Runden? 4? Pitlane ist closed, Digga. Ja, dann fahr gleich rein. Best to say. Achtung, Nummer 6, ich bin innen. Genau, wenn du jetzt in die Box fährst, musst du auch ans hintere Ende des Feldes. Also 63 Pässe. Oh, so ein Glück, dass Gelb erst 2 Sekunden, nachdem ich in der Box war, rausgekommen ist. Ja, gut. Die Strafen absitzen. Ich bin direkt, aber der sagt, Rennen ist bei zack links rein, ey. Oh. Muss ich alle... Ah, ich hab einen Lucky Dog, so wie du hast den, hä? Huh? Ja. Ja, eigentlich ist außen, ja. Aber okay. Ja, ist ja egal. Achso, sorry. Scheißegal, durch! Alter, man kommt aber hier 10 Leute und ein bisschen, hä, was ist denn los? Ist mein Auto eigentlich hinten kaputt? Ne, ne? Ah, fahren wir jetzt mal rein. Genau. Ja, komm, ich fahr auch mit rein. Cool Service. So, Tank, neue Reifen. Juhu! Neuer Tank? Komm mal ein bisschen schneller hier. Alter. Alles klar, schwarze Flagge bekommen. Was, wer hat hier Lucky Dog? 13. Jetzt hat er gerade gesagt, die Lucky Dog. Was mache ich jetzt? Ja, durchfahren. Außen an alle vorbeifahren. Am Pacecar vorbeifahren. Das am Pacecar vorbeifahren. Aber und hier sind die da anstellen. Komplett 24. Weiter, Vollgas. Ja, Vollgas. 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 Komplett außen rum, hinten wieder anstellen. Ja, überhole die Pacecar. Dann muss ich ja mal vorbeikommen. Ey, kannst du durchfahren? Kannst du durchfahren, ja. Ach so. Pacecar ist immer. So, jetzt einmal rum, bis ich wieder in hinten ja. Hinten angekommen bin, ja. Okay. Wie 44 vorbeilassen wieder? Okay. Ja. Vinicius, was hast du da gerade geschafft? Weil ich habe keine Ahnung. Sortiert das Spiel dich zurück, da wo du warst, und dann kriegst du deine Strafe. Elias, du bist ja hinter mir. Ich bin euch schon die ganze Zeit hinter dir. So, schon wieder ein Pulle nehmen. Ich bin sogar 2 hinter dir gerade. Was da? Wieso mit dem Westnord unterwegs? Du Pacecar ist vergraben. Zieh gerade. Ich bin Jungs, noch 35 Minuten. Durchfahren ist das Wichtigste. Wir haben noch nicht mal 30 Runden. 14 vorlassen. So ist das. Chris, eine Runde davor. Ey, wieso muss ich die mal alle vorlassen? Weil du überrundet bist. Ja, 84 ist vorbei, also ich weiß noch nicht wie. Hallo Markus. So, erstmal wieder. Ey, ihr seid alles Poser, ey. Ja, wir kommen wegen Sauber Dürs. Ich bin in der gleichen Runde wie Nostra. So, wie lange noch? 35, ja. Ja, ich fahr jetzt durch. Vor allen Dingen, Markus ist nicht unter den letzten 5. Das als Noob. Mit einem roten Streifen was? Hinten. Ja, Markus schlägt sich richtig gut. Fährt die 84 nicht vorbei. Wo ist die 84? Du musst ja vorbei, glaube ich. Nee. Soll hinter 18 bleiben. Na, die 18 muss noch alle überholen. Ach, Vinicius, das bringt jetzt noch nichts. Fahren wir vorbei. Ja, das geht vorbei, okay. Ich soll hinter 18 bleiben. Okay, jetzt passt es. So, jetzt räumen wir mal die ganzen, die vorne sind, ab, damit wir wieder in eine Runde kommen. Ja, genau. Okay, bin dabei. Bin dabei. Prost! Zuerst muss ich jetzt erstmal die 16 aus dem Weg räumen. Nostra, dass ich zu dir komme. Zeigt euch, dass mal jetzt wieder geht. Genießt, oder auch nicht. Nostra, schau mal, wer hinter dir steht. Oh. Ja, kannst wieder in Lücken fahren, wo keine sind. Kriegst du direkt einen Klatsch auf den Arsch, ey. Ja, schieb dich jetzt schon mal an, okay? Ja, wenn du so den Start verpennst. Da kann ich doch nichts. Ey,
Ihr dürft einfach nicht so schnell. Beim Restart bin ich immer ein bisschen vorsichtig hier. Eben standen auch zwei vor mir quer. Zack, war mein Auto kaputt. Vollgas, es gibt nur Vollgas. Oh, Hoffi, boah. Pass auf! War die Kupplung im Spiel. Na, vor mir. So, Nostritz, komm, ich schieß dich ab, ich schieß dich ab! Clear. Auch nicht. Oh, oh nicht weg! Nicht schon wieder Caution? Nee. Oh, Nostra Christi, Mann! Oh, der Caution! Oh, nee. Ey, da bin ich... Ach, Nostra! Ey, das ist nicht euer Ernst, weißt du, es kommt die Caution und ich bin einen Meter vor der Boxenlinie. Och, meine Fresse nochmal. Ja, kann nicht wahr sein, ey. Hätten wir lieber den Toner geholt. Echt mal. Ne, da war es nicht anders. Ja, wie normal, die gute Daytona-Strecke. Ja, hätte aber jeder Member nochmal kaufen müssen. Ist doch nee, scheißegal. Ist eine Free Daytona. Ja, die ist ja aber es ist nicht die gute. Ja, ist egal, ist eine Herausforderung in der Buckelpiste. Ja, deswegen, wir sind ja schon die Buckelpiste gefahren. Ja, mit den Streetstocks, das waren die falschen. Da hätte man die Streetstocks auf Charlotte packen müssen. Oh, Achtung, Safety Car! Boah! Ich dreh mich weg, weil alles Kosten stehen bleibt. Was ist hier los? Stephen hat die 60. Alter, Leute. Safety, fährst du bitte vor? Danke. Steht ein Auto. Ja, okay, ich muss wieder rein. Bleib oben, fahrt mal vorbei. Ich hab zwar keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich versuch's so gut wie möglich zu machen. Einfach Linie halten. Linie halten ist immer gut. Ja. Alle vorbei. Ey, ich meine, hier wird so viel gelernt, so ein krasser Lärmprozess, das ist ja. Sorry für den Crash eben. Ja, 13. Bin ich schon wieder Lucky Dog. Hier, jetzt muss ich schon wieder überall vorbei. Oh. Ja. Ja, aber sag Bescheid, dass du vorbeikommst. Ja, das wäre noch ein Vorteil. Einfach unten bleiben und dann. Du Space Car kann ich durchfahren? Ja. Nee, das musst du mitnehmen. Brauch mich nicht. Voll reinballern. So wie bei dem Formel 1 Spielen von Codemasters. Einmal berühren, disqualifiziert. Wer kennt noch Tuka? 1 und 2 von Codemasters. Ja. Tuka? Ey, bist du noch mal geliebt. Markus, als es mit dem Tuka hieß oder als es schon Tuka Race Driver hieß? Nein, Tuka noch. Tuka, ja. Bestes Spiel überhaupt. Wonach dann in den Rennen die dynamischen Wetterwechsel kamen und du mit Stickreifen auf nassen Strecken rumgedriftet bist. Das war. Ja, für lange PlayStation her. 1, ne? Also ja. Tuka 1 hab ich nur gefahren. Tuka 2. Ja, da hab ich ja immer Tuka oder Race Driver geholt, das war nicht mehr so gut. Klar, das zweite war sogar das Beste. Die DTM Race Driver, ja, war ganz in Ordnung. Ja, aber nicht so gut wie Tuka. Das stimmt. Tuka 3 gab's ja auch noch. Das kannst du wegschmeißen. 5 ist ja vorbei. Darf ich die auch alle hier vorbeilassen? Hm? Ich bin jetzt letzter mit Abstand. Komm, Lucky ja. Dog. Manu, was kannst du eigentlich? Nix. Alter, wie soll ich denn nicht so wieder zurückrunden, Mann? Geht doch nicht, wenn die ganze Zeit die ganzen. Du musst die Führenden rauskegeln. Du musst die Führenden rauskegeln. Du musst einfach mal draußen bleiben, nicht wieder in die Box fahren. Ja, ich bleib die ganze Zeit draußen. Leute, jetzt darf ich die 13 überholen. So, Nostra, auf welchem Platz bist du? Wir sehen uns gleich, mein Freund. Ja. Jetzt, in diesem Anblick, kannst du dich gewöhnen, dass du mein Hex siehst. Rundenzeit 1:21. Jetzt bin ich letzter. Ist doch auch was.
Ich hab nur 1, 21, 1. Aber noch dabei. Was hast du? Jetzt 21, 2. Jetzt wie vor 14 Tagen. David, mach mal ein bisschen Platz da. Wir müssen mal runter, Innenlinie. Hallo. Halbe Stunde, 34 Runden. Yeah. Nö. Läuft nicht. Ja, wer bremst denn da, dass ich den Markus reinfahre? Ich bin auch inside. Ja, denn nein, kann man. Alter, ist das dein Ernst? Jawohl. Alter, David, fahr doch einfach mal, mach doch mal eine Lücke, wenn wir ankommen. Nicht, dass du weiterfahren. Du bist selber schuld, dass du da Lücke, runter. Da war doch eine Lücke. Du musst mir doch nicht den Arsch wegdrehen, wenn ich ganz in bin. Ach, Kinas. Lernprozesse, Jungs. Lernprozess. Gut, das ist das nicht wahr, sondern am Mark. Wenn das der Obama wüsste. Oh, yeah. Ja. Der Donald Trump. Da mach dir keine Sorgen, die wissen dort. Die gucken zu. Die Merkel wahrscheinlich auch. Ja, die kriegt von den Amis gesagt, ja. Die sitzt im Pacecar. Genau. Angie. Aber so oft, die fährt dann nochmal gegen die Wand. Donald Trump baut schon mal die Mauer höher. Irgendwo ist Mexiko. So, benehmt euch jetzt wieder. Wir wollen ja ein Rennen fahren. Achtung, gleich geht's also, los. Ich hab immer eine schwarze Runde Flagge. Grün, Achtung. So, wo ist das schwarz-rote Auto da? Boah, ich starte schon fast so schlecht wie in Austria. Kuckuck, da bin ich! Oh. Boah, oh, Achtung, Achtung, erste Kurve, Achtung. Och, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, ey. Das ist nicht euer Ernst. Nostra, gelbe Flagge. Da gibt man nicht mal Vollgas. Leck mich am Arsch. Ich dachte, hier wird Rennen gefahren. Ja. Ich auch. Nein. Wo ist die 63? Ich glaube, ich fahre mit schwarzer Flagge über die Ziellinie. Wo ist die 24? 24 ist abgeflogen, oder? 24 muss ich vorbeilassen. Wo ist er denn? Ja, ich... Richtig. Gegengerade Pacecar. Warum müssen wir denn jetzt einen vorbeilassen? Gegengerade Pacecar, bevor es gleich wieder kracht. Langsam, Leute. Ich bin schon langsam. Ich warte auf die 63. Warte auch auf die 63. So, Nostra, bald bin ich Erster. Ich glaube, für jeden wird sie heute minus 1 Safety Rating in der Oval-Lizenz geben, ey. Wenn's official wäre. Da würdest du mal eine Lizenz verlieren. Würde erst gar nicht dann mitfahren. Oh, da qualmt einer. Ja. Nee, yeah, warte, ich glaub. Ich bin ein Tempomat. Ich brauch kein Gas mehr zu geben. Lass mal bitte rein. Tempomat anschalten die ganze Zeit. Das ist ja garantiert noch chaotischer als letztens bei den Stock-Street-Dingern auf Daytona, ey. Achtung, außen ist einer. Achtung, außen. Wenn man dann zwei Runden zurückgeht... Wieso kriegt der denn jetzt den Lucky Dog? Ja, ist weil ich der letzte Überrundete bin. Darf er jetzt zweimal überrunden? Nein, nur ist er schon wieder hinter mir! Nein, Mark. Hast du ja noch schön aus der Affäre gezogen? Ja, hättest du keine Chance gehabt. Ah, Junge, ey. Dein verbeulter Hobel da, den hätte ich ja noch im ersten stehen gelassen. So, jetzt fahren wir hinten vor den Nerven. Wieder kommt die Caution out. Muss ich eigentlich mit dem Pfeil mal in die Box fahren? Weil die Karte fährt sich nicht mal. Hat mal einer mitgezählt, wie viel Caution? Da können wir gleich in die Schalz gucken. Bestimmt für die 5. oder so. Kannst du später lesen. 24. Ich kann nur bis 3 zählen. 7. ist das. 17. vor, bitte. Wie vielte? 7. Jawohl. Wie lang geht's noch? 24 Minuten. Einmal die. Ach, dann kommt einer oben. Jetzt geht das schon wieder los. David, mach doch Platz da. Du kannst aber in die Box fahren und ihn abstellen. Ja, ich kann nicht einfach so voll bremsen, dann fährt mir jemand wieder rein. Ist ja schon dreimal passiert. Ja, der sagt dir das ja anders, ich. Darf die 13 überholen? Ne, die 13 müssen eigentlich hinter dir bleiben. Nee, hatte gerade kurz einen Leck.
Ja, alles gut, passt. Oh je, jetzt bin ich ganz hinten, ne? Im Restart. Nein, wir sind da. Was ist denn da los? Leute! Nein! Was macht ihr denn? Dennis Heinz hat runtergeschaltet, Gas und ich dachte, was geht das da jetzt? Und dann hat er quergestellt. Hat er Glück, dass er noch wieder zurückfahren darf. Also hier ist unter Rookie. Hier ist Babyklasse. Ja. Die Opferklasse! So gleich eine 5-jährige Tochter, die kann schon besser, los. Alter. Also gut, ich glaube, können wir in einem Rennen reden, weil wir vorne kaum rennen, oder? Ja eben, ich dachte, ich hätte hier mich hier von Rennen registriert, aber irgendwie. Vor allem ist das geil, ich höre nur euch. Ich habe keinen Motorsound, ich habe gar nichts. Ich muss das Video nachher mal überarbeiten. Mach das schnell Vorlauf. Alle Runden, die wir gefahren sind, schneidest du zusammen. Ja, Highlights. Das kannst du nur als Highlights. Nur die guten Überholmanöver. Genau, da kannst du als Highlights betiteln, die grünen Phasen. Oh, Leute. Hey, 16, wo willst du hin, David? Ich? Ich will in die Box fahren. Ja, jetzt nicht mehr. Pitlane ist los. 63 bleiben. Die ganze Zeit war doch Pitlane oben und bist dann ist reingefahren. Oder meinst du das schwarze Flagge? Weil ich erst 24, du bist outside. Ohne schwarze Flagge noch. Ja, die kannst du unter Gelb nicht ableisten, ne? Das weißt du, David. Wer ist die 24? Unter Grün. Nein, ich hatte eine beschädigte Karre, bin aber weitergefahren, weil die genauso schnell war. Ja, du kannst aber jetzt nicht rein. Jetzt sagt er auf einmal 3 Runden später, dass du fix bist. Du kannst sie erst unter grün ableisten, die schwarze Flagge. Also das heißt, wenn du jetzt in der gelben... Nee, darum geht's ja nicht. Nee, ich hatte eine beschädigte Karre, die ist aber ganz normal weitergefahren. Ja. Nur auf einmal sagt er mir, dass ich dekorziert wurde, weil ich nicht an die Box gefahren bin zum Reparieren. Da brauchst du noch, wenn nichts kaputt ist. Ruhe! Ruhe! Achtung! Konzentration! So, eine Runde gebe ich uns. So optimistisch. Wo war denn Start, Markus? Fleischkrafts da vorne. Garantiert. Ah, das war ich jetzt. Das war ich. Oh, Achtung, Carsten, 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 jetzt Kurve. Oh. Das war ich. 3-4 ist Auto über mir geflogen. Der letzte Platz in der. Simon, also, wenn man Gas. Ganz hinten steht, ist das so genial. Ey, warum muss ich denn jetzt die 13 vorbeilassen? Weil du überrundet bist, immer noch. Oh, ich auch noch. Ja, kannst dich aber nicht zurückrunden. Wie war das, wenn du den Lucky Dog bekommen, oder? Wie war denn das letzte Woche bei den Street Dogs? Ähnlich. 2 Wochen, ähnlich. Da haben wir mehrere Runden am Stück gehabt. Nein. Hey, das ist nicht mal gesehen. Nur dass die Caution meistens so 2 Runden gedauert hat. So, wer jetzt reparieren will, tut's bitte jetzt. Doch, jetzt in der dritten Kurve. Die Runden in Daytona waren nur länger. Wer jetzt reparieren will, muss tanken oder so, bitte jetzt machen. Nicht erst dann, wenn's grün wird. Kann jeder machen, wann er will. Ne, wenn Pitlane close ist, dann kannst du nicht da reingehen. Doch, kannst du. Musst aber wenn es grün wird, auch wenn es grün wird, kannst du trotzdem an die Pitlane fahren. Ja, Achtung, ich komme hier raus. Kommt ein Lucky Dog outside, Achtung. Jungs. Lucky Dog outside. Achtung, Arsene, Arsene, Arsene. Bis Nostra. Ey, wie oft habe ich dich denn überrundet heute? Du bist gar nicht überrundet. Ich bin nur 2 Runden hinter dem. Ja, Führungsdingsfums. Du musst Paket. Gucken, dass du der Führende bist unter den Überrundeten. Ganz einfach. Als nächstes kommst du, Nostra. Nein, du kommst noch einmal, glaube ich, oder? Nein, ich glaube, ich sollte jetzt schon wieder zurück sein. Ja, stimmt, du hast noch eine Minute. Also, ich hätte nicht Benzin sparen sollen, ich hätte es verbrennen sollen. Jetzt bleibt mir zu viel über. Ja. Ich hab jetzt wieder 12 Gallen wieder im Auto. Ich wollte nur sagen, der Simon war schuld dafür. Aber wurden die zwei so langsam in der Kurve, dann wusste ich, was ich machen soll. Rechts, ja, links, ne? Normalerweise. Ach, ja, Simon, hallo! Ja, rechts, links, ich hab gebremst, aber irgendeine habe ich schon doch getroffen. Normalerweise ja, bremsen jetzt alle Teilnehmer des Rennens versuchen, bis zum Ende des Rennens Markus zu überzeugen, gleich ein zweites Rennen hinterher zu machen. Was sagen? Ja, aber bitte auf Daytona. Aber dann. Stunde auf Charlotte. Ja, scheiß drauf, ich zahle, ich mach. Aber du weißt, dass die COTs auf Daytona ohne Restrictor fahren. Das ist brutal. Egal. Egal, lass doch fahren.
Nee, dann fahr lieber die alten im Pala B auf Daytona. Boah, nein, Alter, ich muss aber noch die Leute hier vorbeilassen. Ja, wenn der Gunnar zahlt, ne? Ja, ich mach. Ja, dann lass es gleich mal. Aber dann würde ich da aber irgendwie halbe Stunde Zwischenzeit machen, weil ich will dann noch essen gehen oder so. Ja, eine Stunde kostet 50 Cent. Ja. Also. Ja, aber nicht, dass wir sofort ins Rennen gehen oder so. Ey, Jungs, wir sind hier auf der Ging gerade 3 weit. Es gibt 10 Minuten Practice und 1 Stunde Rennen. Ja, vor allem ist es noch Single File. Innen bleiben, Leute. Nicht in der Mitte fahren. Es ist Single File. Hui. Markus Volt. Gut. Der Simon. Bei dem läuft's heute. Naja, so, Markus, welcher Platz bist denn du? Also Single File ist echt schwierig, ne? Ja. Das ist auch ein Mugspiel. Was heißt denn Single File? Alle hintereinander her, wie in der Perlenkette aufgestürzt. Jetzt guck und schon fahren sie alle in der Perlenkette, da wo du sagst. Und ich glaube, innen einige haben's nicht verstanden. Und alle innen. Ja, aber das nächste Mal einfach NASCAR auf Daytona. Egal ob Standard-Content oder nicht, das muss. Wir können auch GT3 NASCAR-Rennen machen, das geht glaube ich auch. Yeah! Ja, das ist aber ein bisschen langweilig. Nee, den Legends vor, der fährt nämlich nur 160 oder so. 10, bitte. Nein. Außen sein. Außen. 10, danke. So, wir sind ja schon. What? Ich schlaf Catch schon. So, die 24 bitte außen. Man sollte lieber 2 Rennen machen. So, oder 3 Rennen, a 20 Minuten. Trotzdem das Gleiche. Mit wechselnden Strecken. Und wechselnden Fahrzeugen, ne? Ja, genau. Ja, wir arbeiten uns von kleiner hoch. Das hat nicht so ja, aber also, wenn ich das hier so sehe, höher dürfen nicht. Nee, der Sprung war zu groß von, was war das? Mazda auf. Hier Oval, puh. Nee, Springstrock auf Impala. Achtung, nächste Caution. 2, 1. Caution. Vorangekündigt. Oh, yeah. Markus, lass mal Platz als Fahrer. Green Flag. Alter, was ist denn jetzt los? Alter, wie ist es? Gib Gas. Boah. Da vorne Grasgefühle. So dreht, das geht nicht gut. Alter, ich geb Vollstoff hier, ne? Ich hab da eine Kiste zum Arsch. Oh, klasse. Alter. Ist einer oben in der Wand? Nein, bitte kann ich nicht. Es ist noch grün. Alter. Oh, Marco. Nein! Oh. Ey, das ist krass. Marco! Ihr wollt mich doch alle natzen, ey. Boah, ich bin mittlerweile schon Platz 11. Weißt du, da stehst du schon wieder 1 Meter vor der Boxenlinie und schon wieder Caution. Ey. Habt ihr gut gemacht. Dankeschön, Jungs. Ich glaube, wir haben nicht lieb. So, 15 Minuten. Wie viel Caution sind das? 3? Let's go 4. Achtung, Pace Car in Kurve gegen gerade jetzt. So, jetzt müsste ich Lucky Dog haben. Ja, zum Glück gibt's hier nicht dieses Green White Checkered. Und noch ohne diesen Ende, weil sonst wär's endlos. Wie krieg ich ihn angesagt? Langsam. Pace Car ist Turn 3, Ach Jungs, Achtung. You are the lucky one. Hoffi, du darfst doch weiterfahren. Oder? Nee. Hab ich Lucky? Nee. Ich müsste Lucky Dog 63 warte. Vorbeilassen. Ja, pass the one. Pit Lane open. Wie bin ich denn hier an erster Position gelandet, Leute? Kann doch nicht sein. Peter. In die Box. Na, es war ja schon 10 Mal in der Box gefühlt. Ich hab jetzt keinen Bock nochmal zu fahren. Ich hab noch 10,7 Gallonen Liter im Tank. Das soll der wohl reichen für eine Viertelstunde nur noch. Leute, ihr braucht diesmal in die Box kommen. Ich hab keinen Bock mehr. So. Oh, Lucky Dog, ja, Lucky 18. Dog. Also das ist wirklich anstrengend. Für außen. Ja, das Ding ist, du willst immer nach grün in eine Box, um deine schwarze Flagge wegzukriegen und dann ist Caution.
Wie wäre es, altes Spiel von Daytona? Die den letzten Incident hatten, den Unfall, mal kurz ihre Sicht schildern. Ja, Markus ist einfach zu weit nach außen gekommen. Okay, und hat dich da ja. die Bande geschickt, oder wie? Nein, das ist ein Fahrfehler. Nee, oder aber... Es sah so aus wie ein Fahrfehler. Okay, aber irgendwer ist in die Bande gekracht und hat sich gedreht, oder wie? Ja. Markus? Ja. Ach so, alles klar. Und Markus, warum? Ach so, hier, kleines Interview. Ah, okay. Der, weil es halt Markus ist, ne? Ja, Leute, ganz klar, er hat ja einen roten Streifen hinten drauf, das heißt, er ist ein Ach, der Vollloop. Hat die Rookie-Stripes. Ja, doch, echt? Hat er. Ja, Rookie ist aber normalerweise gelb. Der Suit hier ist trotzdem relativ tight abgestimmt, also es ist schon ein bisschen schwierig, in die Bande zu kommen, wenn man nicht komplett zu schnell... Oh, warte mal, 15, fahr mal vorbei, ich geh mal nach außen. Ja, fahr doch hier jetzt gleich auf dem Apron drauf. Achtung, ich überhole gerade. Lead Lab, Jungs, komm vorbei, Jungs, Achtung. Ah ja, jetzt darf ich auch endlich. Leute. And the one car. Okay. Oh, jetzt hört sich, das hört sich so gut an. Lead Lab, Jungs. Oh. Weißt du, was ein Crash, ich bin auch in der Lead Lab. Oh Mann, ey, warum macht Markus hier nicht so einen schönen Moderator? Inside. Von Ach, der, Fox Sports Live. Oh je. Mann, jetzt kommt Leute, jetzt hört mal vernünftig hier. Ja, du, das ist der Richtige hier. Ich glaub, das war der letzte. Ja, vor mir haben wir verzögert, da musste ich weiter nach außen und dann habe ich gedacht. Bremsen, Digga, musst du bremsen, nicht irgendwo reinfahren. Ja, gut, die Dinger haben keine Bremsen. Das ja, ist, diese kleinen Metallscheiben in deinem Fahrzeug, da bremst du einmal so Box dran, das ist ein Auto. Verliert. Also ich habe zu viel Sprit in meinem Auto. Ja, ich auch. Dann hau ein Loch in den Tank. Ich weiß nicht, schon die ganze Zeit im ersten im Kreis. So. Ja, immerhin eine Runde 52 irgendwie. Wir haben noch ungefähr 11 Minuten. Oh, ich muss Outside starten, ne? Das letzte Mal, wo ich Outside war, war der Caution nachher. Ich hab 17, nee. Ja. Outside ist gut. Oh je. Ich hab da vorhin eine Caution verursacht. Oh, das meine ich nicht, ja. Ich bin zurück in der Lead Lab, also... zusammen! Also als Zuschauer hätte ich schon längst mein Geld zurückverlangt. Echt, gell? Normalerweise würden wir ja nicht nach Stunden fahren, sondern nach ja. unten, ne? Ja, jetzt kriegen wir gleich ein Feuerwerk, wenn das Rennen vorbei ist. Da kann man praktisch auch schön sich vorbereiten, ja, auf die letzten Runden. Also ich kenne die letzten Runden, es sind nur 10 Minuten. Ja, also voll. 5 Runden. Also 2 Caution gehen. Beim Streetstock haben wir auch, musste man nach der Caution noch eine Runde fahren, da hat sich auch wieder einer abgesegelt. Achtung, Attacke! Und Danica. Los, Admiral, gib Gas hier. Und Jonas, das gibt eine Strafe. Achtung, ich komme. Oje. Caution! Danke! Nein, der schiebt mich da an! Gunnar war es, stimmt. Ich hab keinen geschoben. Wer hat es kann sein, dass ich einen angeschoben hab, weil... Es sind noch 9 Minuten so 57. Das ist doch nicht mehr normal. Das war das schnellste Rennen hier, glaube ich, in der Geschichte. Das darf noch nicht wahr sein. Das wäre beziehungsweise die kürzeste Startphase. Also ich schieb nie einen an, ich verliere immer Plätze. Und ich war schon wieder aus. Also ich würde sagen, das nächste Mal spielen wir ohne Grünphasen. Oh, wir rauchen 2, Achtung. Pelska ist jetzt Kurve 3. Oder natürlich, wir starten im Single-Fall. Die Restarts. Das hatten wir doch das letzte Mal. Ja, da haben wir dann manuell auch auf Double-File umgestellt. Ah, okay. Also wenn man es dabei belässt, bei Single File, wäre vielleicht eine Option. Ich glaube, es würde gesittet dazugehen. Oder 3-Byte. Aber, so, jetzt wieder, halt,
So, wieder letztes Interview oder wieder neues Interview. Letzter Incident. Die beteiligten Personen bitte zu Wort melden. Ich hab die, ich weiß nicht, ich hab nur noch Rauch gesehen. Okay, ich wurde angeschaut. Halt, ruhig, Ruhe bitte, Ruhe bitte. Welche Personen haben denn für den Rauch gesorgt? Ich. Lucky Dog außen, Lucky Dog außen, Lucky Dog außen. Aber zu meiner Verteidigung, ich wurde angeschoben. Ja, ich auch. Und vor mir war schon einer quer. Also zwei Personen wurden angeschoben, sind quer gekommen, haben durchdrehende Reifen gehabt, Rauch erzeugt und damit für Chaos gesorgt. Kurz vor T3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. T1. War schon so früh. Unmöglich, ey. Bis T3 sind wir noch nie gekommen unter Grün. Achso, okay. Boah, schon lange nicht mehr. So. Alles klar. Also so, die neue Green-White-Chatter-Regelung ist total schlecht für uns hier. So, dann nochmal für alle vielleicht das in Erinnerung zu rufen, man kann am Anfang auch hinter dem Vordermann herfahren, weil das einen gewissen Windschatten-Draft-Effekt erzeugt, wodurch beide schneller werden, wenn man eng genug fährt. Wenn man ein bisschen zu weit weg ist, hat man Untersteuern. Wenn man nah genug dran ist, ist das eigentlich ziemlich geil. Wir sind immer zu dicht dran. Das ist wenn man zu dicht dran ist, dann raucht es bei einem. Mein Mutter ist in die Luft geflogen. Warum schaffst du noch in die Box? Ja, ich Kupplung durchdrehen, dann klappt das. Zum Glück gibt es da kein 24-Stunden, ne? Nacht- und Tagwechsel, ne? Sonst wärst du schon wieder hell. Witzig wäre jetzt dieses Rennen mit nur zwei Fossil Prayers. Oh ja, wenn alle raus. Oh. Also, da gäbe es aber auch nach der Hälfte, nach einer halben Stunde auch gar eine Stunde fahren. Oder nee, also 24 einer Stunden oder zwei vielleicht. Würden wir durchfahren. Aber ja. Rest... Von den 24 jetzt Stunden fährst du 30 Minuten unter Grün. Das ist super. Hey, warum sagt er, es soll hinter 14 stehen und jetzt hinter der 44? Ja, zu Recht. Werde ich hinter mir ein. Ja, warum kommt die 14 genau vor mir rein und nicht... Ich muss ganz hinten hin, okay. Hör mal, Nesca ist nicht parteiisch, ne? Doch, Elkemann mobbt mich schon dieses ganze Rennen. Der also, sagt doch nichts. Ja, deswegen. Es ist schon eklatant auffällig. Also, ich habe auch schon parallel während des Rennens hier in den Gelbphasen einen Post im Forum erzeugt. Das, gebügelt und gewaschen hast du auch schon. Gesaugt. Ja. Dass hier ich von Marc Elkermann gemobbt werde. Und die stimmen die meisten nicht mehr zu. Ne? Sie arbeiten noch an der Lösung, softwaremäßig, aber. Wo ist der überhaupt? Marc, bist du hier? Der ist hier, aber gemutet. Ja, wahrscheinlich im POTS oder so. Der Hoppe muss, glaube ich, hoch. Ah. Oh. Du hast schon am Fliegen. Also, volle Konzentration, mal eine Runde schaffen. Abwechslung mal ein bisschen. Ja, noch 5 Minuten. Wir haben 8 am Stück geschafft. Also, was ist los? Das ist Referenz. War nicht zu nah auf dem blaue Auto auf. Hier ist noch aber Platz, hier sind noch 30 cm Platz. Ja, ja. Weil das war genau meine Strategie für dieses Rennen, dass wir die letzten 10 Minuten attackieren. Ich hab noch genug Sprit. Ja, ich auch, ey. Warum bin ich überhaupt in die Box gefahren? Denk dran, wenn grün ist, müsst ihr Gas geben da vorne. Wenn aber nicht, abfliegt, aber nicht im zweiten Gang abfliegen, zu viel, ja? Dann dreht sich wieder ein. Plätze gut mach. Ja, und bleib hinter dem Vordermann 2 Runden hin und versuch keine Überholmanöver, dann wird alles grün bleiben. Ehrlich, 2 Runden unter Grün, ich hole jetzt eine erste Kurve, den ersten Platz. Von 13 auf 1 in einer Kurve, schaffe ich. Also, Gas geben jetzt, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Aber erst wenn Space Car weg ist. Nein, jetzt schon. Ready? Bring green. Jawohl! Sorry, Junge, Elias. Bevor es überhaupt grün war. Vor allem, wieso ist Fabian Erster? Weil die nur Scheiße baut. Weil das ein GT-Tempelfahrer ist. Also, Nost tatsächlich abräumen können. Zerstört. So, Pilligan. Und ich überhole Nostra. Achtung, ich muss weg, Nostra ist hinter mir. Komm schon, komm schon. Oh, 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 eine Runde geschafft, was ist da los? Achtung, einer kommt aus der Box unten. Buggedi, buggedi, buggedi! Jawoll! Okay. Sind wir alle D-Klasse-Lizenz?
Jo, Dennis, Alter, hast du mal einen Lauf hier? Okay, ich bleib mal oben, Leute. Zweite Runde, was ist denn jetzt los? Oh nein, Geld! Oh Mann. Na, Scherz. Du Penner, ey. Erstmal einen Bann auspressen für den. Das war zu verlockend. Wie fahr ist denn hier, dass alle hinten ankommen? Dass man hier durch die ganzen Leute durchgreifen. So. Ich hoffe, mir geht der Sprit nicht aus. Wenn wir nicht tanken müssen? Ja, eigentlich schon, weil wir Kuhn hätten, ne? Ja, nee, mein, und da fliegt der erste wieder raus. Ins nein. Achso. Stimmt. Ja, fast abgeflogen. Bin einen Tick zu weit runter. Aber immer noch grün. Naja, Karre quer kommen, hab sie gefangen. Und hab mir noch einen Schubs hingegangen und dann. Aber. Konnte wie Wiese fahren. War, glaube ich, so ein blauer Fahrer, der keine Ruhe hatte. Konzentration, Blau? Simon, wir sind gerade keine Horsepower mehr hier im Auto. Deswegen gibt's keine Kosten mehr, wenn Horst da kein Fahrer mehr hat. Zum Schluss sind alle hoch konzentriert. So, zwei Minuten. Alter, komm doch rum, ey. Und wie viel Inks habt ihr so? Genug. Sag ich nicht. Alter, null Inks. Oh, der nächste weg. Oh, Korsche. Oh, was mit dem passiert? Nein, jetzt lag ich vor lauter ein. Ah, oh, jetzt kommt er nochmal runter. Hoch und runter und. Wo ist die Korsche? Ah, da. Ah, jetzt hab ich mich schockiert. Hey, Jungs, das war aber so weit geiles Fahren. Geiles Fahren, soweit. Spaß gemacht. Krasses Manöver, das hätte ich auch abfliegen lassen können, aber. Na, das war's. Könnt ihr das Pelzkraft vorbeilassen? Das ist der Zieleinlauf. Ach, da war das Sachsen. Okay. 3 Minuten Towing, ja super. Bei 1,22. Ja. Mhm. Ne, es wird dann eine Runde noch geben, oder? Ne. Eine Goldzeit wie bei Daytona? Nein, oh, leider nicht. Achtung, wir sind überall verstreut hier. Mein Screen war ja checkert, ne? Ja. So, Dennis, ich schieb dich jetzt mal raus, gell? Bumdrift, Markus, Bumdrift! Oh, ich hätte jetzt auch noch in Lucky Dog. Ja, können wir bitte mal alle mal innen fahren und nicht irgendwie verstreut, danke. Oh, hätt Simon hier. Wo ist der 13? Ey! Hoppe! Boah, 64 Runden haben wir geschafft in einer Stunde. 65 bitte. Okay, 65. So, und die Bier ist fast. Oh, wer war diesmal das Opfer? Ich nicht. Ja, da bist du ja, ich komm gleich. Aber ich bekomme jetzt den Lucky Dog. Doch. 44. Achtung, ich bin raus. Ey, das gibt es nicht, ey. Tschüss, Nostra. Wer hat die 44? Der ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Genial. Okay, aber wir, Markus hat schon angesprochen. Wie war der Incident jetzt gelaufen? Das war ich. Okay, was war es in einem. Eigenproduzierter Dreher oder wurdest angestupst? Hast du jemanden angestupst? Nee, ich bin selbst. Zweikampf über Startziel, auf die Wiese kommen, Heck weg und jo. Achso, alles klar. Fliegen. Also, ihr wart beide zu ungeduldig und einer hat es dann übertrieben und hat. Nö, wir sind nebeneinander hergefahren und war weit auseinander. Ich wollte nur ein bisschen genug Platz lassen und dann bin ich leicht nach links gefahren. Ja, okay. Aber deine Karre lebt noch oder war komplett also, tot? Wenn die noch lebt, dann. Nur Männers? Warum? Oder in der RPM-Zeile, die wird ja grün und rot, ne? Rot, ja. Den man natürlich schalten soll, wenn die grün ist, sollte man da am besten runterschalten? Nein, also das ist auf den zweiten Gang abbremsen. Bezogen, der Pit-Limiter. Ja. Ach, Pit-Limiter ist. Ja. Aber nur auf den zweiten Gang bezogen. Ja. Im zweiten Gang hast du dann diese weiße Flagge, Leute. Weiße Flagge. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie, wenn du am Bremsen bist, dass da perfekt das Lager zu überholen. Deswegen nur für die Pitbull.
Bin ich jetzt wieder Lucky Dog oder was? Ne, weiße Flagge. Haben wir schon gehabt. Jetzt kommen wieder die für Lead Lab Jungs nach vorne. Ne, es gibt, ist schon weiße Flagge bei mir. Ja, ich weiß, aber die Lead Lab Jungs kommen trotzdem nach vorne. Ach so, ja, ach so, Lead Lab Jungs, ja. Oh, Mark, bitte, es war ja schon. Der 9-Car Speed. Okay, ich weiß, muss vorbei. Jawohl, extrem Spritzbahn, weil mich einer anschiebt, danke. Nur 18 Liter. Markus, mir nach. Also nächstes Mal Daytona. Hier kommen wir auch wieder, hab ich noch. Müsste reichen, oder? Ja, reicht locker. Ja, Gunnar, machst du gleich? Ja, ja. Ja, wie stellt das denn von den Zeiten rein? Relativ fix, also... Keine Ahnung, was ihr wollt. Ja, macht eine halbe Stunde, dass wir noch eine halbe Stunde Zeit haben, weil ich will noch essen gehen und eine rauchen. Oh, weil, die letzte Runde. Ich meine, also empfehlenswert wäre echt das Impala B. Er hat nicht den offenen Restrictor. Wie geil ist denn das? Ich werde jetzt hinter, das hat doch bekloppt. Oder wir machen nur Quali, weil Startaufstellung ist hier uninteressant. Ihr seid doch alle total durch hier, ey. Das gefällt mir sehr gut. Dann mach halbe Stunde Training, zwei Runden Quali und dann rennen. Halbe Stunde. 10 Minuten. Spektakulärer Zieleinlauf. Hey, Fabian, ich will noch essen. Gratulation an alle. Gratulation. Das war's. Geil, Alter. Gut gefahren, sagt er. Gut gefahren. Oh Mann, ey. Ja, der Ballert mir jetzt gerade hier vor die Gitarre. Alter, ist das laut, ey. Wer traut sich? So, was wollen wir jetzt hier? Wir wollen. Ey, Feuer so. Frauen, wollen Frauen. Ey, hey. Sollen wir mal kein Passwort drauf machen? Vielleicht kommen noch mehr Bekloppte. Oh nee. Ja. Was drauf bist du? Fahrt jetzt voll in den. Was ist das, wa? Scheiße, ich komm nur hier nicht weg. Oh, oh schön. Haller B. So, Streck, was war das? Mach Rotkins Klin. Welcher ist das denn, das Nesca, was wir nehmen? Daytona circa 2007 Oval? Ja. Das ist Standard-Content, ne? Ja. Warte mal. Ja, Daytona circa 2007 Oval. Ja, Nostra. Mit dem Nesca National Impala 2011, ne? Ich würde mal sagen, ich war 5 Positionen besser. Du warst nicht besser, du hast nur Glück gehabt. Nein. Nesca National. Oder welcher ist das? Was? Sprint. Was willst du wissen? Standard Content Daytona? Das ist dieses, der Daytona 2 Schlachtturm. Ey, was für ein Quatsch. Das ist aber scheiße. Also ich sehe ja nicht, was hier Standard-Content ist. Mach Daytona 2013. Ja, da haben wir wahrscheinlich nicht alle. Da sind sie selber schuld. Ich schick dir mal einen Link, da hast du Standard-Content, wie du es so siehst. Das ist aber echt die scheiß Strecke, ey. Ich sitze am falschen PC. Ah, super.